Frau Dardelen, Sie waren gerade in Istanbul in der Türkei. Sie haben die Demonstration dort verfolgt. Wie ist denn die Lage vor Ort? Ja, die Lage ist sehr brenzlig. Seit ungefähr 2 Wochen gibt es überall im Land in der Türkei Demonstrationen. Taksim ist im Moment ein Synonym geworden für den Widerstand in der Türkei gegen die autoritäre AKP-Regierung unter Erdogan. Und wir haben eine Bilanz, die ist wirklich verheerend. Wir haben über 3 offizielle Tote. Laut Berichten von Amnesty International und der türkischen Menschenrechtsorganisation gibt es mehr Tote. Wir haben Fünftausende von Verletzten. Wir haben mehrere Tausende Festgenommene, die zwar teilweise wieder auf freien Fuß gelassen worden sind, aber wo nicht wir wissen, ob sie als strafverfolgt werden oder nicht. Und Hunderttausende gehen trotzdem auf die Straßen, weil sie es satt haben, so eine autoritäre Regierung zu haben. Und die Polizei geht ja sehr gewalttätig gegen diese Demonstranten immer noch vor. Nun hat Ministerpräsident Erdogan seine Anhänger auch mobilisiert. Welche Perspektive sehen Sie denn? Welche politische Perspektive? Wird es eine Art Bürgerkrieg geben, von der auch schon die Rede war? Naja, einen Bürgerkrieg würde es dann nur einseitig geben, nämlich von der staatlichen Seite, die wirklich die Menschen terrorisiert und absolute Gewalt auch anwendet. Andererseits, die Protestierenden sind ja sehr zivil, sehr friedlich, freiheitsliebende und friedensliebende Menschen. Die sind nicht gewalttätig und fordern auch die Regierung jedes Mal auf, keine Gewalt auszuüben. Insofern sehe ich da jetzt keine bürgerkriegsähnliche Situation, weil die Gewalt ja nicht zweiseitig ist, sondern nur von einer Seite die Gewalt ausgeht. Frau Dardelen, was ist das eigentlich, was wir dort gerade in der Türkei beobachten? Ist es vergleichbar mit der, sagen wir, Blockupy-Bewegung, die wir gerade in Frankfurt gesehen haben, oder ist es doch eher Stuttgart 21? Es ging ja in beiden Fällen um gefällte Bäume, mit denen der Protest angefangen hat. Ja, angefangen hat es für den Erhalt der Bäume im Gezi-Park. Hat der Protest angefangen, aber ich würde das jetzt ungern vergleichen mit Situationen in Deutschland, weil ich so etwas wirklich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Auch nicht in der Türkei, wo ich oftmals ja auch bin aus politischen Gründen. Es sind wirklich querbeet Menschen beteiligt. Laut Umfragen sind 9 von 10 Menschen das erste Mal in ihrem Leben auf der Straße und demonstrieren für etwas. Laut einer Untersuchung der Bilgi-Universität in Istanbul ist es so, dass über die Hälfte der Menschen, die heute und die letzten Tage gegen die AKP-Regierung protestiert haben, auch gar nicht organisiert. Sie fühlen sich auch keiner politischen Partei zugehörig. Und es ist wirklich ein Volksaufstand, der Kommunisten einschließt, Sozialdemokraten, Liberale, Umweltaktivisten, aber auch Nationalisten, Patrioten und zum Beispiel auch Menschen, die eher in einer rechten Organisation wie bei den Grauen Wölfen sind. Welche Gefahr birgt das? Das birgt natürlich die Gefahr, wenn so eine Protestbewegung nicht organisiert ist. Und das ist sie ja nicht. Das ist eine ganz zivile Organisation. In Taksim zum Beispiel gibt es eine Plattform mit über 80 Organisationen, Verbänden und Vereinen. Dann ist sie natürlich anfällig für Provokationen, wenn sie nicht gut organisiert ist. Und diese Gefahr sehen auch die Organisatoren. Nun wirken diese Proteste recht diffus. Gibt es denn eine führende Kraft oder gibt es sogar eine Programmatik vielleicht, die sich in den vergangenen Tagen entwickelt hat? Eine Programmatik gibt es. Es gibt von der Taksim-Plattform, die ja auch jetzt seit Neuestem angefangen hat, seit 2 Tagen, Volksräte zu machen. Die machen also eine Vollversammlung mit einem offenen Mikro, wo alle Zehntausende Menschen willkommen geheißen werden, dort ihre Meinung kundzutun, warum sie dort sind, warum sie campieren, warum sie dort demonstrieren. Das ist die eine Geschichte. Und das Zweite ist, es gibt eine Programmatik, es gibt 5 zentrale Forderungen dieser Taksim-Bewegung. Die erste lautet Erhalt des Gezi-Parks, also Nein zur Abholzung der Bäume am Gezi-Park. Zweitens das Ende der Polizeigewalt. Drittens den Rücktritt der Verantwortlichen für diese brutale Polizeigewalt. Der Gouverneur von Istanbul und auch der Polizeipräsident sollen zurücktreten. Als Viertes, dass man verbietet den Einsatz von Pfefferspray oder Reizgas. Und als Fünftes muss man sagen, die Aufhebung des Verbots von Demonstrationen und Versammlungen auf öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise auf dem Taksimplatz. Es gab in den vergangenen Tagen in europäischen Staaten, auch in Berlin, Solidaritätsaktionen, Solidaritätsdemonstrationen. Was bewirken diese Aktionen in der Türkei?
Nun, erst einmal ermuntern Sie die Menschen für ihre Rechte, für soziale Rechte, für Grundrechte, Menschenrechte auf die Straßen zu gehen, aber auch für den Frieden auf die Straße zu gehen. Als ich dort war in den Gesprächen, hatte ich den Eindruck bekommen, dass auch die Sehnsucht nach dem Frieden sehr groß ist und einen wesentlichen Teil dieser Proteste auch bildet. Zum Beispiel eben, dass die Menschen gegen einen Krieg gegen Syrien sind, was ja die Erdogan-Regierung jeden Tag eigentlich aufs Neueste provoziert. Und es ermuntert die Menschen, es gibt ihnen Stärke. Ich gebe das immer wieder auch weiter, die Informationen, die ich hier gesammelt habe, also die Solidaritätsbekundungen und Aktivitäten in Deutschland an die Organisatoren auf dem Taksimplatz, aber auch an die anderen Städte wie Ankara, Izmir, Adana, die seit Tagen auch brutalst Polizeigewalt erfahren. Und andererseits ist das natürlich auch etwas Erfreuliches, die Menschen zu sehen, dass sie hier auch auf die Straßen gehen, um diese Bewegung dort zu unterstützen. Die privaten Medien in der Türkei und die staatlichen Medien haben zunächst kaum von diesen Protesten berichtet, haben sie dann weitgehend diffamiert. Gibt es denn Ansätze für eine alternative Medienpolitik aus der Bewegung heraus? Es gibt so etwas wie so freie Radios, die sich gebildet haben, Gezipark Radio, die versuchen dort die Informationen weiterzugeben an die Demonstrierenden. Dann das soziale Netzwerk wie Facebook oder Twitter. Über diese Medien versuchen die Protestierenden Informationen auszutauschen und natürlich auch zu mobilisieren. Und das klappt eigentlich ganz gut. Deshalb auch der Hass der AKP-Regierung auf das Netzwerk Twitter, was er ja nennt als ein großes, schlimmes, was über die Türkei hereingebrochen wäre, dass es so etwas wie ein Twitter-Netzwerk gäbe. Deshalb werden ja auch ganz viele Nutzerinnen und Nutzer von Twitter verhaftet und festgenommen, weil sie mit Twitter auch mobilisieren für die Demonstrationen. Andererseits gibt es aber auch linke, alternative Medien, Fernsehanstalten wie zum Beispiel Hayat TV, die 24 Stunden live berichten aus den Orten, wo die Menschen demonstrieren. Also insofern hat man eine gute Antwort gegeben auf die gleichgeschaltete oder auch von der RKP gekauften Presse. Frau Dadelen, vielen Dank fürs Interview. Ich danke auch.